Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen auf dem PTU der Alpha 3.24, jetzt frisch in Wave 1. Und ich bin hier im Bett und stehe direkt mal auf, denn wir haben vieles zu besprechen, gibt vieles Neues. Lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert und kommt dann nachher in den Stream mit rein. Da gibt es auch viel, viel mehr von Alpha 3.24 und dem ganzen neuen Kram. In diesem Video hier werden wir damit anfangen, uns das neue Inventarsystem anzugucken. Das da, ne, diese Item Banks, diese Storage Access Dinger. Und werfen noch einen kurzen Blick auf den Hangar, aber der Hangar kommt später in dem zweiten Video nochmal im Detail ein bisschen genauer dran. Das ist nämlich alles doch relativ viel, wenn man ganz ehrlich ist. So, wir fangen mal vielleicht mit das Ganze an Simplen an. Was passiert, wenn ich in 3.24 auf die I-Taste in zum Beispiel hier Area 18 drücke? Antwort? Nix. Also nicht viel jedenfalls. Es kommt drauf an, wenn ich jetzt eine Rüstung habe mit Inventar, dann habe ich hier natürlich wie gehabt mein altes Inventar. Aber es gibt kein Location-Inventar mehr, auf das ich hier einfach zugreifen kann. Und das gilt nicht nur für Area 18, das gilt für alle Locations. Jede Hauptstadt, jedes Raumschiff, die Distribution Center, die Außenposten, egal wo, das ist komplett weg. Hier rechts ist nichts mehr. Und wo das jetzt hingewandert ist, ist hier, naja, dieser Storage Access, wie ihr schon seht. Und hier habe ich ein neues Inventarsystem. Übrigens nicht wundern, ich habe noch nicht die deutsche Übersetzung drin, weil ich bin noch auf dem Evocati-Stand quasi. Und da ist es mit der Übersetzung immer ein bisschen heikle Sache. Teilweise geht es dann oder ist mal verbuggt. Deswegen kommt aber noch in Deutsch auf jeden Fall rein. So. Und hier links ist im Prinzip jetzt die Logik so, das ist das, was ich mir holen will und rechts ist das, was ich mir holen könnte. Das gilt auch für den Frachtaufzug, den wir nachher nochmal kurz im Detail sehen. Das heißt, ich muss also jetzt hier nach links die Sachen packen, die ich haben will und das mache ich folgendermaßen. Ich klicke mich hier einfach durch, ich habe auch eine Suchfunktion. Ich kann zum Beispiel mal probieren, ob es jetzt funktioniert, die Morozov-Rüstung mir raussuchen, Enter-Taste und dann sehen wir, dass wir nichts sehen. Leider ist das nämlich noch immer ein bisschen verbuggt, die gute alte Suchfunktion. Morozov macht er auch nicht. Vielleicht nur Mor. Ah, nur Mor geht. Da kommen ein paar Sachen. Das hilft mir allerdings jetzt auch nicht wirklich weiter, habe ich so das Gefühl. Vielleicht kann ich noch ein O dahinter packen. Moro. Nee. Gut, also Suchfunktion ist weiterhin nicht funktionsfähig. Wer hätte es gedacht? Egal. Wir können hier auf jeden Fall in den Kategorien uns ein bisschen durchklicken. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte gerne Helme, Rüstung, Arme, Beine, Rucksack. Dann kriege ich auch nur die Sachen angezeigt. Und das ist dann relativ performant tatsächlich. Und vor allem ist es alphabetisch sortiert. Das heißt, oder nicht alphabetisch, es ist quasi nach Art sortiert. Das bedeutet, ich habe jetzt hier, warte mal, wir müssen ein bisschen scrollen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel meine Rüstung zusammen. Sangar-Helm plus Morozov Aftershock, ne, nochmal Aftershock, nochmal Aftershock. Dann habe ich hier die Sachen. Witzigerweise gibt es aber auch hier schon die ersten Bugs, denn der Rucksack zum Beispiel fehlt, obwohl ich den ja hier angehackelt habe. Ist nicht so schlimm. Ich kann mir jetzt trotzdem hier relativ schnell zusammenklicken. Einfach, ne, anklicken und dann Move. Ja, das ist hier drüben. Einen Rucksack muss ich mir erstmal extra raussuchen, weil es hier sich einfach nicht hinkriegt mit den ganzen Sortierungen. Naja, ihr kennt das Ding ja. So, Rucksack geht trotzdem relativ schnell, muss man sagen. Es ist relativ unproblematisch. Wenn die Suchfunktion funktioniert, dann gebe ich nur noch Morozov ein. Ne? Und dann habe ich alles, bis auf den Helm. Weil der hat einen anderen Namen. Weil CRG halt mit Benennungen so ist. Gut, Waffen. Klicke ich hier mal alle Kategorien von Waffen an und kann mich jetzt hier einfach mal durchequippen. Ich mache es jetzt mal schnell. Ich denke, das ist selbsterklärend größtenteils. Nehmen wir mal Mr. Granatwerfer mit hier und dann vielleicht noch ein LMG. Hier das Demeko zum Beispiel. Zack, nehmen wir uns mit rüber. Wir haben dann die Möglichkeit, uns hier Attachments einzeln rauszufriemeln. Das ist auch ganz nett. Da kann ich jetzt zum Beispiel, habe ich ein Visier? Nö, habe ich gar nicht. Egal, lassen wir mal weg. Und dann haben wir natürlich noch die Gadgets, ne? Also Medic Gun, hier da, Multitool. Achso, ist der andere gerade noch mit drin. Entschuldigung. So, genau, Multitool, Medic Gun, Traktorstrahlen-Attachment, zack. Das übliche Zeug halt, was wir so brauchen, ne? Dann haben wir hier unsere Container, die könnte ich mir jetzt holen, die passen aber hier nicht rein. Wenn ich den jetzt hier rüberschiebe, dann ist der zwar im Inventar, ich kann den allerdings, oder ist der hier überhaupt jetzt sichtbar? Ich glaube, das funktioniert nämlich gar nicht. Ich lasse ihn mal weg, oder? Ich kann mir entziehen, aber dann ist hier halt alles vollgestellt. Ich lasse es mal weg. Ich will jetzt nicht irgendwelche Bugs auslösen. Sowas würde ich euch nicht empfehlen. Diese Container, es geht, aber es ist nicht schlau, das zu tun. Gut, egal. Ich habe jetzt mein ganzes Equipment, was ich gerne haben wollte. Und jetzt sage ich hier Open Drawer.
Und dann geht ein Inventar auf, nämlich das, was wir von vorher schon kannten. Unser ganz klassisches Area 18 Inventar, in dem Fall aber ein externes Inventar. So, das kann ich hier anziehen. Helm, Arme, Brust, Beine, Rucksack. Dann hier oben ist verbuggt gerade noch die Waffen und das Multitool, die Medic Gun, Attachment und fertig. Ne? Das ist also relativ easy tatsächlich. Was ich auch machen kann, ich kann zum Beispiel hier rangehen, dieses Ding hier sofort öffnen und dann habe ich hier tatsächlich die Möglichkeit, Sachen reinzulegen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier dieses Arclight Pistol Battery Cap. Das kann ich jetzt hier reinschieben, dann drücke ich auf die I-Taste und dann ist es weg. Es ist aber nicht wirklich weg, sondern es ist jetzt hier tatsächlich im Inventar. Können wir kurz kontrollieren, Munition und siehe da, da liegt es. Ne? Das heißt, ihr könnt sehr leicht Sachen euch ziehen oder zurückschieben über diese Klappe. Das ist sehr einfach. Wenn ihr jetzt irgendwas habt, wo ihr sagt, Mensch, das muss gleich rüber, schiebt es einfach, zack, und dann drückt ihr nur auf I. Und schon ist es weg und automatisch in eurem Storage-Container drin. So an sich also sehr, sehr gut gelöst. Es ist allerdings auch ein extra Schritt, den wir jetzt immer machen müssen, weil wir nicht mehr einfach auf I drücken und dann hier entsprechend unser Zeug schnell rüberziehen. Aber gut, das wisst ihr schon aus diversen Let's Shows. Das ist halt so. Das muss noch ein bisschen schneller werden, ein bisschen hübscher werden. Ne? Da sind uns, glaube ich, alle einig, aber der Weg an sich, ich finde gut, dass wir halt wirklich lokale Inventare haben, wo wir hingehen und dort uns dann bedienen können. Das passt schon, für mich jedenfalls. Ein Problem ist folgendes. Was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe was vergessen? Trinken zum Beispiel, Munition, irgendwelche Dinge. Man kennt das ja, man erküpft sich so und dann denkt man, ah, verdammt, Munition. Normalerweise würde ich es einfach auf die I-Taste draufdrücken und dann hole ich mir die Munition. Jetzt habe ich aber gar keine gekauft zum Beispiel. Dann muss ich jetzt erstmal in den Shop reingehen und jetzt kommt ein kleiner Clou. Und das ist ganz, ganz wichtig, das könnt ihr euch gleich angewöhnen. Ich habe es schon mal in einem Stream, glaube ich, erzählt vor einiger Zeit. Und ich bitte euch, gewöhnt euch das direkt an. Ganz ehrlich, das macht euch das Leben wirklich, wirklich wesentlich leichter. Pass auf. Angenommen, ich möchte jetzt Getränke kaufen, weil ich unterwegs bestimmt mal Durst bekomme. Dann kann ich jetzt Folgendes machen. Das geht auch schon übrigens im Live-Server, ne? Da macht's bloß keiner. Ich kann hier jetzt Getränke auswählen, das kennt ihr, so. Und jetzt kann ich mir theoretisch diese Flaschen kaufen, so 10 Stück, zack, das ist der normale Weg, den machen die allermeisten. Das Dumme ist nur, der Standardort, wo das Zeugchen gekauft wird, ist Area 18. Und das heißt, ich muss jetzt, ich kann jetzt nicht einfach hier auf I drücken und mir das ins Inventar reinziehen, sondern ich muss jetzt hier rausrennen, ja, hier links hin, da ist es ein Storage Access, hier draufklicken und dann auf Getränke, ja, und dann kann ich hier das mir rausziehen, da die Flaschen zum Beispiel, über den Drawer, wie ihr das schon kennt. Das ist umständlich, das könnt ihr machen, wenn ihr sowieso große Mengen kauft und euch einfach nur eindecken wollt. Wenn ihr jetzt mal schnell was braucht, macht ihr Folgendes. Genau gleicher Weg, aber ihr wählt, halt trinken wollte ich haben, ihr wählt hier oben einfach euren Backpack aus. Und dann kauft ihr den Rucksack rein, so zack, und dann habt ihr das Problem direkt gelöst, weil jetzt ist der Kram sofort in eurem Rucksack. Und das ist extrem angenehm. Übrigens nicht wundern, dass die Symbole hier so groß sind, das ist, glaube ich, noch ein Fehlerchen, Grafikanzeigefehler. Und das gleiche gilt auch für Munition zum Beispiel. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich hätte jetzt gerne für mein Demeco-Munition, ne, auch hier wieder erst immer Backpack auswählen. Ist ein bisschen doof, dass es nicht speichert, aber gut, egal. So, zack, gekauft. Und dann wollen wir noch ein paar Granaten zum Beispiel haben. Hier für den Granatenwerfer. So, zack. Ja, und wir haben einen Soundbug, sehr gut. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe sogar einen Helm auf. Das kommt noch vor. Da nicht wundern, wenn euch was passiert. So, auch alles jetzt hier im Rucksack drin, wie ihr seht. Uns noch equippen. Zack, zack, zack. Das ist alles wie gehabt. Ne? Ist recht simpel. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Das ist sozusagen das neue Inventarsystem. Jedenfalls mal im Groben. Gibt noch ein paar Feinheiten zu beachten mit Inventarkisten. Dazu komme ich aber später nochmal. Machen wir dann wahrscheinlich dann im Livestream, wenn wir dann sowieso ein bisschen auf die Tour gehen. Und ihr seht, wir haben überall diese Storage Access. Also es ist gar kein Problem. Ihr könnt es oben im Kabuff machen. Ihr könnt es überall in den Städten machen. Es sind mehrere so von diesen Displays da. Also einfach rangehen. Ne? Lasst euch da nicht irgendwie stören. Ja, ich habe den Pulsbug. Warte mal kurz. Ich habe. Sekunde. Ja. Helm vielleicht mal absetzen, hilft das? Ich glaube, Helm absetzen müsste den Bug lösen. Ja, guck mal, da haben wir direkt einen Workaround für euch mit dabei. Wenn ihr diesen Fehler habt mit dem unendlichen Puls und dem tiefen Luftholen, Helm absetzen, das löst das Problem. Das ist aktuell noch ein Evokali drin, ist nicht allzu tragisch. So,
Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir gehen jetzt mal zum Spaceport. Und ich cutte hier, weil die Zugfahrt kennt ihr schon, ich brauche euch das nicht mal zeigen. Denn dann gucken wir uns mal im Detail die neuen Hangars an, oder den neuen Hangar, und wie das Ganze funktioniert. Also, bis gleich. So, da sind wir schon am Spaceport und ich zeige euch mal das Erste, was hier wirklich neu ist, nämlich Folgendes. Wenn ich jetzt hier an die Aufzüge rangehe und den Aufzug rufe und reingehe, sehe ich hier nicht mehr die ganzen Hangars. Ja, ich sehe theoretisch sogar gar keinen Hangar, ich sehe nur meinen eigenen, weil das eben meine Home-Location ist, logischerweise. Wenn ich jetzt irgendwo anders wäre, gäbe es hier gar nichts zu sehen. Ich kann dann in gar keinen Hangar rein. Ich müsste also normalerweise mir hier ein Schiffchen spawnen. Theoretisch mache ich jetzt nicht, ich mache es gleich unter dem Hangar, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, ihr kriegt dann einen Hangar zugewiesen und dieser Hangar, der heißt dann im Prinzip so wie der, den ihr gerade gesehen habt, nur dass es dann ein öffentlicher Hangar ist. Also als Beispiel, ihr holt euch, was weiß ich, eine Avenger Titan raus, das ist ein Small Schiff und dieses Schiff hat einen Size 1 Hangar, also ein Small Hangar. Und dann würdet ihr im Prinzip das Schiff rufen, ganz klassisch, wie auf dem Live-Server auch. Und dann geht ihr in euren Aufzug rein und seht dann hier, Knebels Small Hangar, zum Beispiel, ne? Und dann ist das Schiff da drin, ganz easy. Ich kann jetzt hier meinen persönlichen Hangar reinfahren, den wollt ihr auch sehen, deswegen habe ich das Video auch eingeschaltet. Und natürlich zeige ich ihn euch, den ganz, ganz großen, den ich über die Reclaimer übrigens bekommen habe. Und der ist wirklich famos. Die anderen sind aber auch genauso, also die sind halt nur wesentlich kleiner. So, ihr hört schon einige Sounds, das ist doch ein Bug teilweise. Den müsste gleich weggehen, der Sound. Und ja, willkommen im XXL-Hangar, den größten im Spiel, mit zwei großen Frachtaufzügen. Ah, oh, es ist laut. Zwei große Frachtaufzüge, da ist einer und ja, wir können hier im Prinzip unsere Hangar-Services machen. Also wir können hier Schiffe spawnen, wir haben ein eigenes ASOP-Terminal, wie ihr hier seht, und wir haben aus irgendwelchen Gründen zwei Itembanken. Gut, vielleicht für eine Gruppe, man kann hier mit mehreren Leuten theoretisch rein. Also hier ist das Gleiche, könnt ihr also auch alles in Ruhe machen, ihr braucht euch nirgendwo zu stressen. Das hier ist jetzt eine private Instanz. Nur ich kann hier rein, plus meine Gruppenmitglieder. Und die Gruppenmitglieder, die sehen am Fahrstuhl Knebels Hangar entsprechend auch. Also quasi mein Hangar, so wie ich ihn auch gerade gesehen habe, können den auch entsprechend dann betreten. So, und natürlich lasse ich mir nicht nehmen, im XXL-Hangar das kleinste Schiff zu spawnen, was ich habe. Oder Schiff ist das falsche Wort eigentlich. Es wird tatsächlich ein kleiner Greycat PTV. Ich habe es euch ja versprochen schon im Stream, dass das meine erste Handlung sein wird, um euch einfach mal zu zeigen, wie geil das ist. wo ist er hin? Greycat ABCD da. Retrieve. So. Und dann passiert Folgendes. Hier, schaut euch an. Da geht jetzt hier ein großes Band auf. Diese riesige Plattform fährt runter. Das dauert eine ganze Weile. Und danach schließen sich die Hangartore an den Seiten. Wir gucken uns das mal gemeinsam an. Das ist nämlich ziemlich cool gemacht. Hier auch oben die Leuchte und so. Sehr, 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 sehr schick. Unten der rote Nebel so ein bisschen, ne? Und jetzt schließen sich hier links und rechts die Hangartore. Ist alles noch ein bisschen laut vom Sound. Mal gucken, ob ich noch irgendwas umstellen muss vielleicht. Aber ihr wisst ja, der Sound bei Star Citizen, der ist immer so ein bisschen, naja, diskussionswürdig. So, und jetzt kommt gleich der große Moment. Pass auf. Das ist ein Riesending, ey. So, zack, geht wirklich alles einmal frei. Es ist, ich würde sagen, annähernd bugfrei. Weitestgehend. Also alles sehr gut gepolished im Bukati. Und da unten ist mein Auto. Seht ihr das schon? Könnt ihr das Auto sehen? Also ich kann es sehen. Ich hoffe, bei YouTube sieht man es auch vernünftig. Es wartet immer, ne? Bis diese Tore wirklich komplett offen sind. Und dann fährt unten diese Plattform hoch. Ich helfe euch mal. Da ist der Greycat PTV. Da unten. Ist schön, oder? Wundervoll. Einfach ein Träumchen. Ja, was sonst soll ich im XL-Hangar holen? Sind wir ehrlich. Was sonst? So, da kommt ihr hochgefahren. Und ich laufe da jetzt mal hin, dass ihr nochmal so eine Vorstellung habt, wie groß das wirklich am Ende des Tages ist. Ich kann doch jetzt schon drauf springen, ist gar kein Problem. Flupp. Ich vielleicht einen Fallschaden, aber mehr passiert nicht. Braucht ihr keine Sorge haben. Ich laufe dahin. Ihr seht jetzt hier, die Lichter gehen wieder an. Alles wieder schick. Na? Zack. Zack, zack. Es ist wieder hell erleuchtet und ich habe meine Ruhe und kann jetzt mit dem kleinen Auto hier in dem Hangar rumfahren. Und das Schöne an der Sache ist, endlich nach, ich weiß nicht, 10 Jahren insgesamt Star Citizen oder sagen wir mal mindestens 8 Jahre Star Citizen, hat dieses Auto jetzt einen echten Mehrwert, einen echten spürbaren Mehrwert, weil
Ich brauche den in meinem XL-Hangar, wenn ich hier rumfahren will. Ne? Ich kann auch laufen, aber es dauert viel länger. Und er ist genau dafür immer gedacht gewesen. Und endlich ist das Gameplay dafür quasi vorhanden. So, jetzt kann ich hier im Hangar, hui, herumfahren mit dem kleinen PTV. Ist das was? Das ist auch toll. So, und ihr könnt das jetzt behalten, das Auto. Ich zeige euch das mal ganz kurz beispielhaft. Ich fahre jetzt mal hier rein. So, in diese kleine Kuhle, da ist der Platz. Kann man das Auto abstellen. Das bleibt jetzt hier persistent stehen, egal was passiert. Weil... ach so, ja, das ist noch der Bug, warte mal. Guck mal, den gibt es auch in 3.23 noch den Bug, dass die Autos von selber geradeaus fahren. Moment. Das haben wir hoffentlich gleich. Wenn ich jetzt auf I drücke. Oder? Warte mal, geht das jetzt? I drücken. Ist ihm egal. Gut, egal. Passt schon. Es geht nur ums Prinzip. Da müssen wir auch noch fixen. Es geht nur um das Prinzip, dass ich jetzt Folgendes machen kann. Ich kann jetzt hier einfach ein anderes Schiff rufen. Und der Greycat PTV wird nicht despawned. Weil er ist nicht auf dem Landingpad. Also es wird alles despawned, was auf dem Pad drauf liegt. Ich rufe jetzt mal beispielhaft eine, weiß ich nicht, eine Crusader Spirit C1. So, zack. Kurz gucken, ob sie da ist jetzt. Genau, Retrieve. So, und ihr seht, er ist noch da. Es ist natürlich die große Frage, was ist denn, wenn ich jetzt hier runterspringe? Warte mal auf, ich springe jetzt hier drauf, zack. Was passiert mit mir, wenn ich, während ich ein Schiff rufe, hier unten drauf stehe? Eine Frage, die viele von euch bereits hatten. Abgesehen von Fallschaden vielleicht und ein paar anderen kleineren Bugs. Pass auf, gleich kommt es. Aha, er fährt einfach wieder hoch, weil CRG ist ganz gebieft. Sie haben nämlich gesagt, wenn ein Objekt auf dem Pad draufsteht, wird der Vorgang quasi abgebrochen. Also ihr braucht euch auch hier keine Sorgen machen. Gut, wenn es ein Vehikel ist, wird es despawned, das ist klar. Aber wenn ein Spiel draufsteht, ist das alles sehr gut abgesichert. Überhaupt kein Problem, ja. Das Schiff wird nicht gespawnt. That's it. Und ihr seht, der PTV ist noch da. Ich spawn das Schiff jetzt mal ordentlich. Und dann zeige ich euch noch was anderes. Schön, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, ich will es nicht zu lang machen. Wir werden uns noch ganz viel mit dem Hangar beschäftigen. Keine Sorge. Aber ich würde gerne nochmal die C1 jetzt hier nochmal rufen. Ihr seht auch hier, ist weiterhin gestort. Überhaupt kein Stress. Retrieve. Und während das Schiff jetzt hier rauskommt, zeige ich euch mal kurz den Frachtaufzug. Ich laufe da jetzt hin, weil ich will den PTV stehen lassen. Ich könnte jetzt mir hier ein Hoverbike holen. Beliebig. Ist egal. Alle Fahrzeuge könnt ihr euch holen, die ihr wollt. Hier in die Ränder reinschieben oder da vorne hin. Ist völlig egal. Hier wird es ein bisschen kritisch manchmal. Also hier kann es despawned werden. Ich würde euch immer empfehlen, fahrt hier so rein. Ne? Es ist genug Platz. Gerade im großen Hangar. Und dann könnt ihr das ganz easy alles machen. Ihr könnt sogar, während der hier zugeht, hier draufspringen, werdet mit rübergefahren. Dann zum Abkürzen. Auch ganz nett. Ich will da hin. Ja, okay, wir müssen mal kurz warten. Komm, Obi-Wan, sprinte! So, wie gesagt, da passiert eigentlich nichts Schlimmes. Das ist alles völlig unproblematisch. So, die C1 wurde jetzt hier gespawnt, die kommt gleich hoch. Der Buggy ist noch da, wie ihr seht. Kein Problem. So, und das ist der Frachtaufzug. Dazu in einem anderen Video noch ein bisschen mehr. Aber der funktioniert genauso wie das eigentliche neue Inventar. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Display. Geht da ran und ihr seht, es ist genau das gleiche Prinzip und ich kann jetzt eben sagen, okay, ich hätte jetzt keine Items. Das Ding ist aber, der Aufzug ist gerade da. Ne? Also der steht hier, der ist geöffnet. Und das heißt, ich kann jetzt da was reinlegen. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, nichts, eine Flasche Wasser oder Kisten. Kann ich einfach hier reinpacken. Das ganze Ding hat ein Cargo Grid mit 1120 SCU. Kann ich voll machen. Und dann schicke ich ihn aber weg. Und dann passiert Folgendes. Wenn ich jetzt den Aufzug hier wegschicke, zack, dann geht er zu, fährt runter und alles, was dort drauf liegt, wird automatisch und ganz, ganz schnell in mein Inventar rübergeschoben. Und er bleibt jetzt weg. Denn jetzt kann ich das Umgekehrte machen. Ich kann jetzt Items rufen, die in meinem Inventar sind. Ne? Hier zum Beispiel diese Kisten, 1, 2, 3, 4. Die rufe ich jetzt einfach über den Frachtaufzug. Zack, klick. Und dann kommen die einfach raus. Ist völlig unproblematisch und klappt einwandfrei. Und jetzt kann ich diese Kisten hier einfach mit dem Traktorstrahl nehmen. Ihr seht hier Cargo Grid, das neue. Also der optisch verbesserte Cargo Grid. Geht auch wunderbar. Und dann kann ich das entsprechend
einfach rausschieben. Ich kann noch was anderes machen, das ist auch ganz interessant. Und zwar, ich zeige das mal kurz. Ich kann zum Beispiel ein Fläschchen nehmen. Dieses Fläschchen kann ich jetzt hier auf den Aufzug schieben. Und ihr seht, auch die Flasche hat jetzt ein Cargo Grid. Oder um es genau zu sagen, alles oder so gut wie alles hat ein Grid. Ihr könnt also alles hier reinschmeißen und es snappt automatisch ein. Flupp. Ja? Kein Problem mehr mit irgendwelchen Items, die irgendwie rumglitschen oder so. Nein, es wird einfach gesnappt. Zack. Gar kein Thema. Wenn ich das jetzt quasi wieder hochschicke, sind die drei Kisten wieder im Inventar und die Flasche auch. Testen wir es ganz kurz. Als kleiner Beweis. So. Zack. Weg damit. Oh, warte. Haben wir gerade ein 30k. Es kann sein, dass er gerade abschmiert. Nee, geht. Manchmal hängt es auch ein bisschen, das ist tragisch. Tschüss, die Items. Guck mal, es geht so schnell und es ist so leicht. Es ist so fantastisch. Und ihr könnt euch alles holen. Euren Hangar-Flair, Frachtkisten, whatever. Schiffskomponenten, ist völlig egal. Ne? Alles, was im Inventar ist, kann hier gerufen werden. Ich kann es nochmal ganz fix demonstrieren. Wir machen mal folgendes. Wir gehen auf Other. Und da haben wir jetzt hier Sachen. Ich mach mal alles. Keine Ahnung, was das alles ist. Hier der Fischtank, irgendwelche Modelle, bla bla. Auch was ich will, alles. Man kann da, wobei ich kann auch hier Sect All machen. So, zack. The following items are blocking the elevator. Okay. Die Sachen will ich nicht haben. Ja, okay, das macht nichts. So, raus damit. Jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert ist. Ja. So, ne? Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist noch ein Bug, das kann euch passieren, ist aber nicht so tragisch. Ihr kriegt die Sachen trotzdem raus, ihr müsst nur ein bisschen rumfriemeln. Und habt ihr hier diese ganzen alten Subscriber-Items, ne? Diesen tollen Tisch zum Beispiel. Oder das Aquarium, ne, was ist das? Display-Ding. Das snappt, glaube ich, nicht ein. Das ist noch ein altes Item, das hat kein Grid, wie ihr seht. Ja. Wir haben hier das Aquarium, zack, das hat ein Grid. Und das Schöne ist halt, ihr könnt euren Hangar jetzt, euren persönlichen, nicht den öffentlichen, aber den persönlichen, könnt ihr jetzt dekorieren. Ihr könnt aber auch die Sachen einfach ins Schiff reinpacken. Ihr könnt also hier eure Schiffe direkt dekorieren und habt nie wieder Stress mit diesen ganzen Dingen wie zuvor. Ne? Und das meiste hat hier ein Grid. Also selbst dieses alte Item hier hat, glaube ich, ein Grid. Oder was ist das hier? Nee, genau, das hat ein Grid. Zack. Das hier hat auch ein Grid. Perfekt. Aber das hat irgendwie keins, ne? Es gibt so ein paar Ausnahmen, da haben sie es aber noch nicht gemacht. Heißt auch Placeholder, wahrscheinlich liegt es daran. So. Das hat auch, glaube ich, keinen Grid. Upsala. Doch, hat einen Grid. Flupp. Und so weiter und so fort. Ich habe hier einen Haufen Kram. Ich habe keinen Schimmer, was ich alles hier gespawnt habe. Ist auch egal. Ich schick's es wieder weg. Machen das später nach meinem Stream ordentlich. Ich wollte es nur mal demonstrieren. Also ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Ist gar kein Problem. Und dann auch die Schiffe entsprechend dekorieren, ne? Alles easy. Wir haben auch keine waffenfreie Zone mehr hier im Hangar. Das heißt, ihr könnt hier also auch rumballern, theoretisch. Ne? Ich kann jetzt hier... Das geht. Geht auch in jedem anderen Hangar, ist kein Problem. So, jetzt schicke ich den ganzen Kram wieder weg, dass es mir nicht flöten geht. So, zack. Ne? Und das ist, es ist halt so angenehm. Ein Button, zack und weg, easy. Hier ist der ganze Kram normalerweise. Wir testen es mal kurz. Müsste jetzt hier links weg sein. Genau, wenn ich jetzt hier auf Other gehe, dann sollte, genau, das alles wieder da sein. Ich kontrolliere jetzt nicht jedes Item nach, ne? Aber das allermeiste ist da. Oder sogar alles. Genau. Und jetzt könnt ihr hier einfach ins Schiff einsteigen. Mache ich jetzt aber nicht. Das würde jetzt so weit führen. Machen wir im nächsten Video. Ins Schiff einsteigen und losfliegen. Das ist dann quasi mit einer Startanfrage wie gehabt. Das ist alles genau gleich und identisch. Und könnt rausfliegen. Und ihr könnt auch, wenn ihr irgendwas verladen wollt, direkt hier vor den Frachtaufzug euch parken mit der Rampe hinten raus. Auch kein Problem. Aber ich glaube, für das Video soll es erstmal reichen. Wie gesagt, kommt dann unbedingt in den Stream mit rein. Wir haben tonnenweise Kram zum Testen, zum Zeigen. Wir haben die Hauling-Mission, wir haben neue Trading-Locations und. Das ist richtig, richtig viel. Und ich gucke, ob ich noch ein weiteres Let's Talk schaffe vom Stream. Es kommt auf jeden... Let's Talk sei es schon, Let's Show. Es kommt noch jede Menge mehr an Videos in den nächsten Tagen dazu. Also bleibt dran. Danke fürs Zuschauen und bis dann. 65 degrees. Last time I asked.
down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?